Willst du mich natzen, Pokémon? Oh, mach das nicht! Auf jeden Fall. Ich versuche uns zu retten. Ich versuche uns zu retten. Hallo Leute und willkommen zurück zum zweiten Part von der Dümmste Fliegt Pokémon Edition. Viel Spaß beim Video. Denkt dran, Däumchen nach oben würde mich sehr freuen. Abonnieren würde mich sehr freuen. Und jetzt dürft ihr euch sehr freuen über das Video und den zweiten Part. Dennis, wie heißt die Spezialfähigkeit von Duraludon? Stahlwirt? Stahlwart! Stahlrückgrat. Gibt es seit Generation 9 die Attacke Wasserstoß, Steffi? Nein. Richtig. Snomni, welches Pokémon hat die niedrigste Basiswertsumme aus Generation 2? Ja, das ist mit Sicherheit ein Timimi. Tatsächlich ist es Sonnenkern. Auch das haben wir vorhin schon mal genannt gehabt. Dann Mo. Zu welcher Eigruppe gehört denn Vegeta? Zur Pflanzeneigruppe, Humanotyp-Eigruppe oder der Feldeigruppe? Kann es auch zu mehr seiner gehören oder gibt es nur eine in dem Fall? In dem Fall zählt nur eine. Welche von den dreien hat es? Dann, was war die letzte? Das Pflanze, Humanotyp, Feld. Dann sage ich. Das könnte alles sein, also sage ich einfach mal Feld. Und Feld ist richtig. Gibt es die Sandwich-Zutat? Ananas? Nein. Doch. Wie heißt die Vorentwicklung von Viskogon? Viskargot. Wie heißt die Tafel, die Arceus den Kampftypen verleiht? Die Fausttafel? Richtig. Was macht die Fähigkeit Myzelienkraft, Snomni? Die lässt eine wunderbare Sonne wachsen auf dem Kopf des Pokémons. Die hast du in deinem Team, Snomni? Hab ich? Echt? Wer denn? Ich weiß, das ist die von Totspur, oder wie das Ding heißt. Dass die Statusattacken eine negative Prio haben, aber ich Pilzspore trotzdem auf alles einsetzen kann, unabhängig von der Fähigkeit, außer auf Pflanzen-Pokémon. Lassen wir mal so halbwegs gelten, was? Mo, es ist mit Kanimani der einzige Starter, der sich auf Level 18 entwickelt und somit auch am spätesten entwickelt. Welchen Starter suchen wir? Auf Level 18 entwickelt? Ja. Als einziger mit Kanimani zusammen. Oh, ich habe gerade Floink im Kopf, aber ich bin nicht sicher, ich habe gesagt Floink. Es wäre Chillast. Das stimmt, ja. Zu welchem Pokémon gehört die folgende Trivia? Es ist das einzige Pokémon, das seine Form beim Betreten eines bestimmten Ortes ändert. Das einzige Pokémon, das seine Form beim Betreten eines bestimmten Ortes ändert. Mhm. Hast du dir gut gemerkt, die Frage? Dankeschön, gar nicht schlecht, ne? Boah! Das war die Antwort. Das ist nicht easy, aber... Ich sage jetzt... Zwei Pokémon, ach du Scheiße. Langsam brauchen wir eine Antwort, Leto. Hier, doch, ich weiß es. Giratina. Naja, ist richtig. Ja. Oh Gott. Aber aus der Pistole kam das jetzt nicht geschossen. Ich war die ganze Zeit bei Keldeo, aber das ist ja die scheiß Attacke da. Ob das in eure Entscheidung Einfluss nimmt oder nicht, das liegt natürlich bei euch. Ihr könnt wieder entscheiden, wer sein nächstes Herz verliert. Wir haben zwei Leute mit einem Herz, zwei Leute mit zwei. Das Showdown auf Englisch ist und man dementsprechend die deutschen Fähigkeiten ja gar nicht kann. Ja, ich hänge mich bei dem jetzt auch eher einer anderen Sache auf. Kann nicht sein, also wirklich. Also Sonnenkern kann man schon wissen. Außerdem sage ich, müssen wir auch. Ich finde die Runde sehr, sehr schwer. Enzel wollte sagen, die Runde ist so schwer wie Duraludons Stahlrückgrat. Was ist eigentlich mit Sephiron und seinen Tafeln los? Der hat das ja alles übel drauf. Die Fausttafel und was war die andere Tafel? Die hätte ich auch. Ich habe das Gefühl, es ist schon die vierte Tafelfrage bei Sephiron. Nee, ich glaube, es war jetzt die zweite, aber. Zwei Typen Fragen: Tafeln und Farben im Pokédex. Nee, Amigento war noch dabei, aber. Stimmt, ist auch nochmal so ein bisschen Arceus und klein. Haben wir die Antworten von allen? Fragezeichen. Ja. Dann haben wir hier tatsächlich auch eine Entscheidung. Wir haben Mo, der sich entscheidet für Snomni. Wir haben Lecho, der sich entscheidet für Snomni. Wir haben Dennis, der für Lecho gegangen ist. Wir haben Snomni, die für Sephi geht. Und Sephi geht für Snomni. Und damit war es das leider mit deinem letzten Herzen. Aber es war mir trotzdem ein Vergnügen, dass du hier mit dabei warst. Und vielleicht sieht man sich ja wieder irgendwann. Snomni, ich hab's versucht. Snomni, ich hab mir gemerkt, dass du letzte Runde nicht auf mich gegangen bist. Deswegen bin ich diese Runde nicht auf dich gegangen. Ja, noch viel Spaß. Ciao. Ja, danke fürs dabei sein. Ciao, ciao. Wir wissen ja, dass Dennis sich nicht so gut auskennt mit Tänzen, mit Choreogeln. Aber vielleicht weißt du ja was zum Z-Move Rasselnder Seelentanz. Wem gehört dieser Signature-Move, dieser Set-Move? Komo-O. Ja, Grandias. Deutsch, Grandiras, ja. Grandiras. Lass mich ausreden, Flo. Ja, ist okay. Aber du darfst hier nicht mehr Fragen auf einmal beantworten als nur eine, okay? Ja, wie heißt die Vorentwicklung, Sephi, von Tandrak? Algit. Exakt. Wie heißt die Vorentwicklung von Agostella, Mo? Agostella. Das ist richtig. Welches Pokémon hat den höchsten Angriffswert aus Generation 1? Aus Generation 1
würde ich jetzt nennen Machomai. Es wäre Dragoran. Welcher Starter hat den niedrigsten Spezialverteidigungswert in allen Formen? Also auch Weiterentwicklung und so weiter und so fort. Feuerriegel. Nemeon, Flammiau, Chimpep und Hoplo. Feuerriegel leider nicht dabei. Zu welchem Pokémon gehört die folgende Trivia, Sefi? Seit der 6. Generation öffnet sich das Auge auf seinem Bauch, wenn es Kies mit Wunsch einsetzt. Wie hieß der Kleine? Jirachi. Exakt. Welches legendäre Pokémon behütet den Nebelsee in Pokémon Mystery Dungeon 2? Den Nebelsee? Das müsste Selfie sein. Not bad. Vor Pokémon welchen Types ekelt sich Misty? Käfer-Pokémon. Richtig. Was ist die Spezialattacke von Palkia? Raumschlag. Richtig. Wie heißt die Vorentwicklung von Martellit, Mr. Seifirun? Diese Augen. Moment. Vorentwicklung von Martellit. Sensekt? Sensekt ist die erste Form. Die Vorentwicklung wäre, oder die Zwischenform ist Kirada. Oh. Mo. Oh. Was? Ach, der gelbe, ja. Ja. Wie heißt die Spezialfähigkeit von Fruyal? Majestät. Mhm. Gibt es die Sandwich-Zutat Ei? Ja. Ist die Typenkombination von Lunala einzigartig, zumindest vor Generation 9? Ja. Vor Generation... Ich bin da dran, oder? Also vor Generation 9, oh, sorry. Ja. Also, okay, ich nenne die Namen. Ich hätte auch ja gesagt. Ich glaube dir sogar. Falsch. Aber Sefi darf noch eine Frage beantworten. Nenne einen Charakter, dessen Stimme man in den Hauptspielen hören kann. Ein Charakter reicht mir. Einen Charakter, den man in den Hauptspielen hören kann, also der vertont ist. Richtig. Die Arenaleiterin von... Tamanka, die Influencerin? Ja, aber kann man, glaube ich, nicht in den Hauptspielen hören. Ist ein guter Guess, aber so es wäre wären Mika in Generation 5 gewesen, weil die da, glaube ich, einen Song hat. Und Guilaum. Mika in Generation 5. Die hat da in ihrer Arena so einen Song. Ah, die Elektro-Arena-Leiterin. Okay. Oder boah. Gift ist sie, glaube ich, ne? Ja, Gift in Rapido City. Also in Schwarz-Weiß 2 und die hat dann, wenn du in die Arena gehst, glaube ich, einen eigenen Song und da hört man irgendwie so ihre Stimme, wie sie Pokémon. Oh, okay. Aber war Denzels Antwort nicht falsch? Lunalas Typenkombination ist nicht einzigartig. Uber hat die auch. Wer hat die auch? Uber, Geist, Psycho. Unbound? Du hast komplett recht, ja. Nein. Das normale, Bound. Unbound hat Unlicht, Psycho. Ja. Das heißt, die Antwort, die Sefi Denzel gegeben hat, die aber auch sagen wollte, war falsch. Ja, doch. Dahinter stehe ich, aber ich hätte alles Strategie auch ja gesagt. Okay, jetzt bin ich komplett confused, was diese Runde anging. Sie ging wirklich stark los, würde ich sagen. Und jetzt bin ich gespannt, wie es... Ich kann mich jetzt nur noch an Hooper erinnern. Ach so, das mit der Stimme. Genau, hier Enigmara. Ja, das ist ganz cooler Fact in der Arena, wenn man die Trainer besiegt, dann werden ja die Instrumente, die Trainer spielen, auch rausgenommen. Das war mega. Das ist ein sehr cooler Fact tatsächlich in der Pytho Arena. Oh, Leute, so. Diskutier mal, sag mal, was war das Dümmste? Ich weiß es nämlich nicht, um ehrlich zu sein. Ich bin auch richtig. Die Runde war nicht wieder dabei. Ich bin sehr konzentriert. Sephiron war richtig stark, da war, glaube ich, nur Kera da, das Ding. Ja, Kera da auch so. Ja, er hat halt die Frage für Dennis beantwortet. Kann man jetzt so eine Frage, bis er die Entscheidung war. Und dann noch falsch. Ich kann mich nur wiederholen, ich hätte auch ja gesagt. Aber vielleicht war es auch schlau, weil er dir ja eingeflüstert hat. Ja, das, um mich als noch dümmer darzustellen als ohnehin. Ja, okay, sehe ich. Krasse Taktik, Sefi, wenn sie aufgeht. Nee, ich wollte dich nur nicht ganz so dumm dastehen lassen, weil ich auch ja gesagt hätte, weißt du. Okay. Mo, plötzlich hält die Gruppe hier zusammen. Mo, siehst du das? So geht man miteinander um. Man ist gemeinsam dumm. Genau. Wir haben hier Lecho, wir haben Sefi. Dementsprechend ist das hier eine eindeutige Entscheidung. Und wir haben niemanden mehr, der noch seine drei Herzen übrig hat. Jeder ist ein wenig angeschlagen. Ich dachte ehrlich gesagt fast, dass ihr mehr Auge auf Dragoran und Bachomai macht, aber... Ja, habe ich auch schon überlegt, Boah, das habe ich voll vergessen. Okay, wir machen weiter mit der nächsten Runde. Alle haben zwei Herzen, außer Dennis, der sich hier noch erbittert hält. Mal sehen, ob auch diese Runde. Mo, was ist die stärkste Psychoattacke? Also reguläre Psychoattacke. Die stärkste reguläre, also kein Siegmove oder sowas, Genau. Dann... ist es, jetzt fange ich zwischen zwei Moves und da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ich würde sagen, es ist der, ist das jetzt von Deoxys? Also Psystrike ist entweder von Deoxys oder von Mewtwo, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber der wäre es dann, denke ich, also oder so. Ich bin mir gerade nicht sicher, wie Attacke im Deutschen. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, wie es heißt, aber ich glaube, es ist zumindest nicht der Prisma-Laser, denn der ist, von Necrozma. Der Prisma-Laser wäre der Siegmove tatsächlich, okay, ja. Nee, das ist nicht der Erlöschung. Lecho, gibt es Geschlechtsunterschiede bei Griffel?
Ja? Nein. Okay. Dennis, welcher Starter hat den höchsten KP-Wert? Alle Formen. Alle Formen, also auch die Endentwicklung oder wie? Yes. Meganio? Flammirex mit 110. Also auch hier kann es natürlich sein, dass das in Gen 9 sich nochmal geändert hat. Wie gesagt, ne? Korrigiert dann sehr gerne. Welche Veränderungen, Sefi, gab es bei der Attacke Genesung von Generation 8 zu 9? Sie hat weniger AP. Exakt, 5 statt 10. Mo, gibt es seit Generation 9 die Attacke Tauchtriade? Ja. Richtig, ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie seit Generation 9 da ist oder Hisui es und zu was Hisui von, zählt. Es müsste von Schlicktri sein und die ist erst seit... Ach stimmt, ich hab's gerade verwechselt. Alles korrekt. Lecho, wann entwickelt sich Safcon zu Smetbo? Auf Level 12. 10 wäre es gewesen. Dennis! Okay. Gibt es ein Pokémon mit 2 Signature-Fähigkeiten? Und wenn ja, welches? Nein. Doch, Galaflampivian mit Trunks-Modus und Affenfokus. Ah, ja, okay. Ja. Oder auch Seigard mit Scharwandel und Aura-Umkehr. Arigira. Nee, ja, stimmt. Der hat Wiederkäuer auch. Nee, Wiederkäuer gibt's öfter. Sefi, was macht die Prunusbeere? Heilt Status, also Verbrennung, Schlaf. Richtig. Parasprobleme, ja. Mo. Genau, Startproblem. Welche Pokémon fängt der Mondball mit erhöhter Chance? Du meinst, wenn er funktioniert in Gen 2, Pokémon, die sich mit dem Mondstein weiterentwickeln. Richtig. Lecho, Vinicro entwickelt sich zu... Naganadel. Und auf Deutsch? Deutsch nicht Naganadel heißt. Der heißt auf Deutsch Agoyon. Richtig. Dennis, ist Rosanas Typenkombination einzigartig? Pichu Eis ist einzigartig. Ja. Nö. Mist. Welches Pokémon ist das erste, das im Anime aus einem Ei geschlüpft ist, Sefi? Togepi. Mhm. Und ist Liebe auf den ersten Blick ein Film in Pokéwood? Willst du mich natzen, Pokéwood? Das war noch eine Sekunde auf der Uhr, das musste ich jetzt noch nutzen. Nein. Doch, Liebe okay, auf den ersten gut, Blick ist ein Pokéwood. Film in Pokéwood. Wer hat Pokéwood gespielt? Jetzt for real. Okay, und damit ist die Zeit auch wieder rum. Ihr dürft entscheiden, wer hier sein nächstes Herz verliert. Okay. Ich lehne mich zurück und guck bei der großen Shitshow wieder was zu. Was hatten wir denn diese Runde? Boah, also das ich sag, brennen. Geglänzt hat, glaube ich, diese Runde nicht so viele von uns. Also ich will kurz anmerken, wer hat Pokéwood so weit gespielt, dass er diese Antwort sicher gewusst hätte? Generation 5 habe ich gesuchtet, Schwert und Schild nicht. Hast du Pokéwood gespielt? Es gibt nein, genug Leute, die Generation 5 rauf und runter gespielt haben. Pokéwood speziell. Ich wollte das nur mal betonen, Pokéwood ist tatsächlich... Ja, Pokéwood ist nicht das Ding, aber die erste Antwort... Ja, komm! Psycho-Attacke. Ja. Psystrike von Deoxys und Mewtwo oder hier, die... Ich weiß gar nicht, welche war. Ja, weil du denn gewusst hättest, wie die heißen dann? Prisma-Laser. Prisma-Laser. Prisma-Laser ist aber... Ja, mein Gott. Ja, das war schon keine Lost. Ja, mein Gott. Was hatten wir denn? Ich fühle mich nicht. Dennis hatte aber auch ein bisschen was. Ah, natürlich. Ich versuche uns zu retten und du versuchst natürlich aber wieder unsere Beziehung mit deinen Füßen zu treten. Dass Lecho auch irgendwas gesagt hat. Ich hätte wieder aufschreiben sollen. Aber Safcon ist Smetbo, genau. Das fand ich auch sehr lost, weil es eigentlich so das Pokémon ist, was man kennt. Okay, und wir haben eine sehr interessante Situation. Ich rase hier einfach mal durch. Mo wird Lecho. Lecho wählt Mo, Dennis wählt Lecho und Sefi wählt Mo. Das heißt, wir haben ein 2-2 und der Chat darf wieder entscheiden. Das hat letztes Mal schon nicht so gut funktioniert. Aber wir können es gerne so machen, ihr könnt gerne jeder so 10 Sekunden haben. Lecho, let's go. Okay, ich sag, das Metro war knapp daneben, aber 3 Pokémon und Attacken, die falsch dazu sind... Okay, Mo, 10 Sekunden. Wir laufen ab jetzt. Es ist legitim, eines der Pokémon, die man am häufigsten fängt, wenn man Generation 1 in irgendeiner Form spielt, was sicherlich sehr viele schon getan haben. Und ich denke, man sollte wissen, dass sich die meisten Starterkäfer auf Level 7 und 10 entwickeln. Und so auch Smetbo. Ich finde auch sehr gut, dass Lecho eher gegen sich argumentiert hat oder schon mal Vorlage gemacht hat für Mo. Wir haben auf jeden Fall... Zum aktuellen Stand. Ganze 12 Stimmen für Mo und 60 für Lecho. Was? Dementsprechend verliert Lecho hier sein zweites Herz und ist auf einen gedroppt. Es wird langsam aber sicher knapp für euch. 2 Leute, 2 Herzen. 2 Leute, 1 Herz. Druck ist ein bisschen da. Ist auch gut so. Ihr sollt ein bisschen zerbrechen hier. Lecho, wie heißt der Z-Kristall vom Typ Eis? Frostium Z. Glacium Z. Dennis, wie viele AP kann eine Attacke maximal haben? Ohne AP Plus oder AP Top? 64. Achso, ohne, warte, ohne. Du hast ohne gesagt. 25. 40 wären es. Oh. Zu welchem Charakter, Sefi, gehört die folgende Trivia? Er ist der einzige Champ,
neben Blaueich, dessen Nachname bekannt ist. Boah, okay. Warte mal, der einzige Champ. Mhm. Ah, wäre gut, wenn ich seinen Namen kennen würde. Der Professor aus Alola, maybe? Ich glaube nicht. Ich logge mal den Professor aus Alola ein. Es wäre Troy Trum gewesen. Trump. Oh, Trum, Troy. Nicht genau. Ah, ja. Ich weiß nicht, ob man Kukuis Namen kennt. Mo, wie viel Schaden macht eine Z-Attacke am Ziel, wenn das Ziel wiederum Schutzschild einsetzt? Eine Z-Attacke. 25% des Schadens. Richtig. Wir kehren zurück nach Pokéwood, Lecho. Ist im Netz von Voltula Man ein Film in Pokéwood. Ja? Nö. Ja. Dennis, wie viel kostet das Item Pokéball im Pokémon-Markt? 200 Poké-Dollar. Sefi, gibt es seit Generation 9 die Attacke Terra-Angriff? Terra-Ausbruch. Richtig. Also nein, gibt's nicht. Wie heißt die Fähigkeit Tempomacher seit der 9. Generation, Mo? Oh Gott, das wüsste ich doch. Scheinbar nicht. Eigenes Tempo. Ich habe die englische Sprache übersetzt, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Gleichmut ist es. Ja. Lecho, was ist die Spezialattacke von Kami Harps und Kamalm? Hasselbiss. Richtig. Dennis, welchen Orden gibt es nicht? Den Blitz- oder den Donnerorden? Donnerorden. Den Blitzorden gibt es nicht. Verdammt. Sefi, die Starter in Pokémon-Legenden Arceus waren Shiny-Locked. Richtig oder falsch? Nochmal. Sorry, ich war gerade am Aufschreiben. Die Starter in Pokémon-Legenden Arceus waren Shiny-Locked. Richtig oder falsch? Das ist richtig. Ja. Und wie nennt man Seigarts 100% Form, Mo? Das ist die Optimumform. Das ist richtig. Respekt, also in der Runde gab es einige Fragen, die hätte ich nicht gewusst. Es waren auch einige Fangfragen auf jeden Fall mit dabei, was ich ganz gut fand. Also Terra-Angriff, da kann man auf jeden Fall gut mal reinstolpern. Ja. Voltula Man, fand ich gut, dass du so überzeugt warst davon, dass es ihn gibt. Ja, aber gibt's nicht einen, der so ähnlich heißt? Ich Bestimmt. Hätte gedacht, einer hat super von... so einen Anzug. Achso. Ja, also ich finde, Ledger hat es auch so selbstsicher gesagt, dass ich mir fand sich aber auch nein, stimmt hier als Aussage. Aber. Ja, den selber gedreht. Er ist Voltula Man. Mit der GoPro, ja. Was dann schon ein bisschen kritischer ist, ist Donnerorden, Blitzorden. Ja, aber das ist bei Orden auch immer so ein bisschen schwierig. Was ich am kritischsten fand, war, dass sie nicht wissen, dass man Troys Nachnamen kennt. Das ist halt Gen 1. Ja gut, wenn ein Troy Trum nicht einfällt, dann... Ich hab Gen 1 nie gespielt. Ob das gerade für mich spricht, gegen mich, I don't know. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr positiv überrascht von Mo, ehrlich gesagt, in der Runde. Ich wusste nicht, nicht, was ich von dir erwarten durfte, aber ich muss sagen, es ist sehr viel Wissen da. Wir haben Mo, der sich für Sephiroth entschieden hat. Wir haben Dennis, der sich für Sephiroth entschieden hat. Wir haben Sefi, der sich für Dennis entschieden hat. Und Ledger hat sehr, sehr lange überlegt, wen er hier voten soll und ist für Dennis gegangen. Damit haben wir abermals ein 2-2 und ihr habt wieder 10 Sekunden, um für euch zu argumentieren. Wir beginnen bei Sefi. Ja, was kann ich argumentieren? Wie gesagt, ich fand Kukui ist ein solider Pick, aber dass man den Donnerorden aus der ersten Generation nicht kennt, also ich verstehe, wenn es alle anderen sind, aber wenn es die erste Generation ist, dann ja, Blitzorden, Donnerorden hätte man vielleicht schon wissen sollen. Also die Frage mit dem Champ, die hätte ich gewusst. Gut, dass ich nicht Blitzorden, Donnerorden das wusste, ist anscheinend subjektiv. So, I don't know. Ich habe Gen 1 nie gespielt, deswegen keine Ahnung, was da die Ohren sind. Ja, habe ich nicht. Aber, ja. Und wir haben eine Entscheidung. Wir haben 24 Stimmen, die sich gegen Sefi aussprechen. Und wir haben 56 Stimmen, die gegen Denzel sind. Und damit ist Dennis leider raus, verliert sein letztes Herz. Aber auch hier, danke fürs dabei sein. Danke für die Einladung nochmal und viel Erfolg an euch restlichen drei. Yes, ciao, ciao. Sir. Immer so ein bisschen traurig, muss ich sagen, ja, wenn einer geht. Genau, ja, genau das wollte ich gerade sagen. Wir sind jetzt nur noch drei Leute. Es könnte jeden Moment das große Finale anbrechen. Ledger hat nur noch ein Herz. Von daher könnte es gleich soweit sein. Aber vielleicht zieht sich das Ganze auch noch ein wenig. Wir werden es herausfinden. Wir legen direkt los bei Ledger, der sich hier beweisen darf. Wie verändert Kuriogel seine Form? Über den Honig. Also es gibt 4 verschiedene Honigsorten und darüber kann man es ändern. Also es ist nicht so Nektar, ja. Aber ja, es gibt 4, genau, richtig. Sefi, gibt es die Attacke Phantomparade? Nein. Doch, ist die Signature von Hisui Tornupto. Mo, was ist die stärkste Eisattacke? Milonatzen, oder? Die stärkste Eisattacke... Ist irgendwas über Blizzard? Ach Gott.
Phantoros hat das sicherlich, also die Kombination hat das sicherlich einen Move, aber ich habe vergessen, wie sie heißt. Dementsprechend sage ich Blizzard, weil mir der Name nicht einfällt. Es wäre auch nicht Blizzard Lanze gewesen, das wäre der Move gewesen, sondern okay. Frostvolt und Frosthauch mit einer 140er Stärke. Ach stimmt, Stärke. Die man nie spielt, weil sie immer scheiße sind. Mhm. Lecho, welchen Zusatzeffekt hat die neue Attacke Zaubertobo? Zaubertobo hat eine 30%ige Chance, das angegriffene Pokémon zu verwirren. Stark, richtig, komplett richtig. Sefi, ist die Typenkombination von Tentoxa einzigartig? Vom normalen Tentoxa? Vom normalen Tentoxa, ja. Nee. Richtig. Welches Pokémon hat den höchsten Spezialangriffswert aus Generation 4? Aus Generation 4... Sag jetzt einfach mal Dialga. Dialga und Palkia sind richtig. Lecho, welches Pokémon aus dem Paldea-Dex hat den niedrigsten Spezialverteidigungsbasiswert? Mikrik. Also damit sind nicht nur Paldea-Pokémon gemeint, sondern der gesamte Dex, ne? Ah, okay. Dann ist es... Boah, Spezialverteidigung. Arktip. Carpador, Fluffeluff und Humanolid. Sefi, gibt es eine legale Shiny-Variante von Incognito-Ausrufezeichen? Nein. Doch. Okay. Mo, welches Pokémon beherrscht die G-Max-Attacke Giga Gestank? Das müsste Deponitox sein. Richtig. Wie heißt die Vorentwicklung von Pyroleo? Neufeo. Richtig. Glumanda, Glutexo, Glurak und Lavados gehören derselben Kategorie an, nämlich Flamme. Richtig, Sefi? Nein. Das ist korrekt. Glumanda ist ein Echsen-Pokémon. Mo, welches Pokémon und seine Entwicklung sind die einzigen Pokémon mit der Typenkombination Stahl und Gift? Das ist Knattox und die Weiterentwicklung oder Knattox. Genau, genau, richtig. Lecho, mit wie vielen Sternen wurde ein Shiny-Pokémon im Bericht von Pokémon-Legenden Arceus gekennzeichnet? 3. 2 wären es gewesen. Ach! Na! Diese scheiß Shiny-Dinge-Frage, Alter. Damit ist wieder die schwierig. Runde wieder rum. Ich kann mal nichts Notizen machen, weil das so eine Rapid-Fire-Runde jetzt war. Mhm. Ja. Ich hab mir Notizen gemacht, es ging ja um den niedrigsten Spezialverteidigungswert und über der Shiny-Form von Incognito-Ausrufezeichen. Ich habe mir geschrieben, niedrigste Shiny-Form. Das ist das, was hier passiert gerade in der Geschichte. Und jetzt wäre die Frage, wie wird die niedrigste Shiny-Form in Pokémon Feuerrot gekennzeichnet? Ich kann es nicht sagen. Ich kann es schon sagen. Frisch mal meine Erinnerung auf, was noch passiert ist diese Runde. Ich glaube, ja. Wir haben alle in dieser Runde ein paar falsche Antworten gegeben, aber ich glaube, Lecho hat die besten Antworten, aber auch die schlechtesten, glaube ich, gegeben. Lecho hat, keine Ahnung, den Honig mit dem Nektar verwechselt. Ja, okay, aber das... Ja, dann, naja, das ist ein anderes Item. Das ist ein ganz anderes Item. Es gibt Honig, das ist richtig, ja. Aber er hat dafür auch ganz ein paar Fragen richtig geil, aber das ist ja nicht das Ding. Bei dir war es Incognito Ausrufezeichen mit der Shiny-Form? Ja. Sonst, es war noch irgendwas, aber ich hab vergessen was. Die Phantomparade. Stimmt, die Phantomparade. Ja, actually, ja. Die Phantomparade, ja. Boah, aber das sind alles so Sachen, die... Ja. Ich finde, alle hatten wirklich wieder starke Antworten, alle hatten ein paar Fragen falsch, dementsprechend ist eine harte Nummer. Es war halt keine so eindeutig loste Antwort dabei, sondern es war alles so irgendwo nachvollziehbar. Mhm. Ja. Kann eine Münze werfen, das würde aufs Gleiche hinauslaufen. Ich finde es halt schwer. Oh, bitte nicht wieder random.org, Alter, da habe ich in der letzten Runde ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Wir haben alle Votes beisammen und ich kann so viel sagen, es gibt eine Entscheidung. Ihr habt euch nicht alle kreuz und quer gegenseitig gewotet, es gibt eine Entscheidung. Wir haben Mo, der sich für Lecho entschieden hat. Danke. Wir haben Lecho, der sich für Sefi entschieden hat. Und wir haben Sefi, der sich für Lecho entschieden hat. Und dementsprechend... Also, ohne Mist, ich hätte nicht gedacht, dass ich für diese Runde fliege. Hätte ich wirklich nicht gedacht, weil... Naja, aber es gut. War, es ist, wie gesagt, es war wirklich... Es war Kleinigkeit. Es war even für mich und das war... Ich kann nicht für mich stimmen. Ich kann nicht für mich stimmen. Und für Mo hat halt eine Frage. Ja, okay, bei dir war es die Sache mit dem Honig, die mich getriggert hat, Digga. Aber sonst, wie gesagt... Aber ich meinte den Nektar, das meinte nicht den Honig. Ja, aber es ist so eine Runde, weil es war wenig grobe Fehler und dementsprechend... Ja. Für mich ist es halt einfach ein anderes Item und dann ist es halt wirklich... Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass es eine sehr, sehr harte Entscheidung war. Ja, irgendwer muss die fliegen und das Los ist jetzt letztlich auch nicht so geflogen. Mach's gut, danke fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal. Mein Herz ist schwer, aber es war sehr spaßig mit euch. Und du bist Dritter geworden. Viel Erfolg im Finale. Ja, schon wieder kurz vom Finale heraus. Tut mir leid, Digga. Macht's gut. Leid. Tschüssi. Tschüss. Das war's mit dem Part für heute. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Abonniert den Kanal auf jeden Fall, um das kommende Video nicht mehr zu verpassen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüssi.